2,8 Millionen Stunden pro Woche engagieren sich die Oberösterreicher ehrenamtlich. Fast jeder zweite unserer Landsleute verbringt seine Freizeit im Verein. Ein Verein lebt auch von den Ehrenamtlichen, funktioniert nur über den Einsatz der Ehrenamtlichen. Hier wird viel geleistet, von organisatorischer Arbeit bis hin zu händischer Arbeit, Rasenmähen, alles Mögliche pflegen. Ehrenamt ist so wie ein Rennteam. Die wichtigen Leute sind auch im Hintergrund und es haben eine hohe soziale Kompetenz und wichtig für die Sportler. Wir sind strukturell jetzt nicht so gut aufgestellt wie zum Beispiel Ski Alpin oder Fußball in Österreich. Und unterm Strich wäre ohne Ehrenamt bei uns einfach gar nichts möglich. Also da war relativ schnell der Ofen aus. Ob das jetzt die Stadtnummern waschen ist oder der Papa, der am Nachmittag noch nachgewassert auf der Eisbahn, dass überhaupt der Bahn zur Verfügung steht. Vereinshelden feiern, sie wertschätzen. Das macht der Allgemeine Sportverband Oberösterreich mit einem Tagesausflug am Schiff. 200 bekommen ein Ticket dafür. Wer mitfahren darf, darüber entscheidet das Los. Der HSFÖ betreut österreichweit 5.500 Vereine. Und was wäre ohne Ehrenamtliche, würde kein einziger Verein funktionieren. Und für die oberösterreichische Fraktion sagen wir Danke. Und das ist mehr als anständig und wird auch gut angenommen, weil es ein Come-Together ist. Ein Come-Together mit Medaillenregen und freiwilligen Helfern. Sie unterstützen ihren Verein das ganze Jahr. Fangt an, wenn man das Fußball hernimmt zum Beispiel, der Platzwart, Dressen waschen, Kabinen putzen, Funktionäre als Trainer, teilweise ja schon psychologisch. Angefangen mit den ganz mit den Kleinen, mit der U7, teilweise mit der U6, Kindergarten. Also es ist schon eine Knochenarbeit. Und das ist genau das, wo mir, wo der Dachverband sagt, okay, sind wir froh, dass wir noch solche Leute haben. Das Mitwirken im Verein schweißt zusammen. Es ist das Gefühl einer zweiten Familie. Das wissen auch die Kunstturnerinnen Samira und Chiara. Alle unterstützen dich und wenn es mal jemand nicht gut geht, sind immer füreinander alle da. Und das schätzen wir auch sehr in unserer Sportart, diesen Teamgeist. Mein Ziel ist auch Olympia 2028 und für das werde ich auch hart arbeiten. Bevor das Training für Olympia losgeht, treffen sie sich am Schiff. Am 25. Mai kommt die Sportfamilie zusammen. Die Auserwählten aus 1600 ASFÖ-Vereinen und Sektionen erleben dann zusammen das Naturwunder Schlögener Schlinge.